Heute dreht sich alles um die Bitterstoffe. Und zwar gibt es heute einen Bauernhändel im Salzteig. Und zwar gefüllt mit ganz viel Bitterkräuter und einem geschmorten Chicorée. Aber als Dessert haben wir dafür eine richtig süße Bombe. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Ich möchte heute gern ein richtig schmackiges Brathändl in der Salzkruste machen. Und da bin ich jetzt schon gespannt, was die Bettina für ihre Kräuter für uns hat und wie ich die jetzt kombinieren kann. Heute wird es richtig bitter. Und genau das tut unserem Körper so gut. Sobald unsere Zunge bitter schmeckt, starten die Verdauungssäfte ihre Arbeit. Und das ist gut für unsere Leber, Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse. Aber auch unser Immunsystem profitiert davon. Und deshalb sollst du, Markus, heute Löwenzahn, Gundelrebe, Schafgarbe und Beifuß als Bitterkräuter in deine Gerichte einbauen, aber auch den Bittersalat Chicorée. Als Ausgleich für die Geschmacksnerven bauen wir die süße Erdbeere ein, die ja jetzt Saison hat. Das klingt sehr spannend. Und zwar habe ich da schon eine Idee dazu. Und zwar den Chicorée, den werden wir jetzt gleich bei der Vorspeise einbauen. Ein bisschen süß-sauer, damit das eine ganz feine Note kriegt. Dazu gibt es eine gebackene Hühnerleber. Weil wir wollen unser Händerl ganz verwerten und bauen die da gleich dazu ein. Und unseren Chicorée, den holen wir uns jetzt in Wals beim Dandelhof. Servus Monika, grüß dich. Du, ich brauche ein bisschen was Bitteres. Ich habe an dich gedacht. Ja. Ich brauche einen Chicorée. Ja. Ernten wir gleich an miteinander, oder? Ich habe das schon gesehen. Du hast da schon ein ganzes Wagerl voll. Eben, der ist jetzt schon fertig. Wahnsinn. Der ist jetzt 3 Wochen, haben wir jetzt schon gewachsen. Das ist ganz ein junger Zerter. Schau her, probier mal. Der hat ganz schöne gelbe-weiße Farbpitz. Okay? Oh ja. Das ist jetzt ganz eben ein Junge, was wir jetzt gerade da fertig haben wieder. Du, wie funktioniert denn das mit dem Anbau vom Chicorée generell? Ja, die schaut jetzt so aus. Der Chicorée, der wächst im Sommer im Freiland. Die sehen, schau mal, wenn ich da habe, das ist so eine Wurzel. Und das oben, das ist natürlich im Sommer viel größer. Das ist jetzt gerade einer, da siehst du, der ist abgeernt worden und der ist jetzt draußen gestanden, darum ist er grün. Kannst du gerne mal probieren. Verzichtest du halt nicht zu viel. Ja, kommt drauf an. Gesund ist auf jeden Fall die Bitterstoffe. Boah. Der ist so bitter, dass du sagst, das kannst du wirklich nein, nicht das essen. Mag ich nicht. Ja. Und es ist oben so ein ganz großer Salat. Nur der ist so handdick, weil er so grün ist, dass du nicht essen kannst. Und das wird dann abgeschlägelt, einfach so, in der Hecke, nicht dass einfach die Wurzeln noch da ist. Ja. Und die Wurzeln werden dann geernt, die werden dann zuerst schockgefrostet, dass sie einen Wintervorteil haben. Schau her, da hinter dir, das sind die Wurzeln. Jede Wurzel wird dann putzt. Das heißt, die Blätter werden da weg, dass da wirklich kein faules Blatt dabei ist. Dann werden die in die Kisten eingestellt. Ja. Stoß für Stoß, da haben wir 4 Etagen. Ja. Und dann kommt der in einen dunklen Raum rein. Wir sind jetzt in der Nachproduktion schon. Jetzt ist das ein bisschen ein kleinerer, sonst produzieren wir einen größeren. Aber die sind schon ein bisschen aufgekommen, gell? Genau, die sind jetzt eine Woche alt. Okay. So haben sie vorige Woche noch ausgeschaut. Da siehst du wirklich schön. Ah, super Unterschied. Schau her, den Unterschied, da siehst du jetzt schon, der ist gewachsen. Der ist jetzt 1 Woche genau alt. Ja. Der fängt eben schon an jetzt, dass er anschiebt. Du siehst da schon die Wurzeln, die erste, was sie gebildet haben. Und nach 3 Wochen dann, siehst du, da schaut er dann so aus. Und durch das hat er eben nachher die ganz gelbe, weiße Farbe, weil er eben kein Licht kriegt. Das cool aus. Und das grüne Licht ist dann quasi, dass er das Grüne entwickelt, oder? Das grüne Licht bei uns jetzt da beim Arbeiten, das ist deswegen, dass er das Sonnenlicht nicht hat. Weil sobald er Sonnenlicht hat, das musst du mal, leg einfach einmal einen in die Küche hin und dann schaust du nach einer Stunde an, dann siehst du, dass die Blätter schon viel grünlicher sind. Und durch das kriegt er dann mehr Bitterstoff. Also am besten ist aber auch, darum haben wir da so ein ganz dunkles Papier, wo einfach wirklich kein Licht reinkommt, dass der zarte Geschmack wirklich bleibt.
Das ist eigentlich ein Zufall gewesen, dass da drauf gekommen sind. Die haben einfach so Wurz nochmal mit Brillante gehabt, ja, wie der entstanden ist. Und dann haben sie auf einmal gesehen, der fängt zum Treiben an. Und dann sind sie auf das drauf gekommen, dass der eigentlich so einen feinen Salat hat. Der Chicory-Salat, genauso wie der Frisee, der Endivien, der Zuckerhut und der Radicchio stammen eigentlich ursprünglich von der wilden Wegwarte ab und somit kehren sie zu den Korbblütengewächsen. Sie haben ganz viele Bitterstoffe, und zwar das Intybin enthalten, die auf unsere Verdauung ganz optimal wirken. Also sie regen unsere Verdauungssäfte an. Zusätzlich ist er noch sehr mineralstoffreich und vitaminreich, hat viel Folsäure, aber auch Kalium enthalten, das gut auf unseren Säure-Basen-Haushalt wirkt. Er hat auch ganz viele Ballaststoffe, und zwar das Inulin enthalten. Und so kann man aus ihm ein ganz wunderbares mineralstoffreiches und vitaminreiches Gericht zubereiten. Du darfst da auch mal was ernten. Ja? Sag mir das einmal, wie das funktioniert. Du schneidest ihn einfach nur ab, oder? Ich tue eigentlich nur, der wird nur abgebrochen. Schau her. Okay. Dann nimmst du da unten und knickst einfach. Ach, direkt so von der Wurzel genau, weg, oder? Genau, einfach nur runterknickt. Und dann werden nur einfach die losen Blätter, die was da sind, oder eine, die was ein bisschen braun sind, die werden runter da. Das weg. Und so ist er dann fertig. Das geht eigentlich relativ einfach. Zum Ernten ist dann eigentlich ganz einfach, ja. Das, was das sehr Aufwendige ist, ist von der Treiberei, weil wir haben ja uns da so spezielle Kisten gebaut, weil wir sind ja wirklich eine ganz kleine Treiberei. Es gibt drei in Österreich, zwei sind in Wien unten und im Burgenland noch einer. Und wir haben eigentlich so das Kleinformat, sage ich mal. Normalerweise wird das in riesengroße Kisten und Hallen gebaut, wo es mit den Stapler oder die Boxen fahren. Ja. Wir haben uns da so ein eigenes Patent gemacht für unseren Markt, einfach für unsere Gastronomie ein bisschen, was wir brauchen. Dass wir da im Winter einen Salat treiben können. Und da ist einfach das Aufwendige, einfach, der ist so empfindlich vor der Treiberei, also was die Wassertemperatur, Schwankungen, wird dann jetzt nur mit dem Untersbergwasser, wird der eigentlich, wo er wächst, dass er nichts reinkriegt, dass er keine braunen Flecken kriegt, dass er keine Faulnis hat. Also das ist ein wenig ein Fingergespiel und auch ein bisschen, sage ich mal, Tiftlerei. Also ist der Chicory gar nicht so ein einfaches Gemüse? Nein, zum Essen auch schon, weil den einfach, wo man sagt, für einen Salat, zum Abraten, wo du sagst, mit dem kannst du wirklich alles da, aber von der Treiberei, dass er dann wirklich so das Gelbe hat und einfach vom Geschmack einfach das Feine, ist dann eigentlich gar nicht so einfach. Nein. Du, ich darf mir da jetzt auch mitnehmen. Ja, ja? Gern. Das war super. Passt dir die Menge gleich? Ja, das reicht leicht. Ja. Super. Bin ich schon gespannt, was du kochst. So, zurück mit einer riesen Ausbeute an Chicory. Der schaut natürlich wunderbar aus. Und wir werden uns den jetzt vierteln, tun uns den karamellisieren und machen damit dann einen lauwarmen Salat für unser Hühnerleber. Jetzt ist unser Chicory schon wunderbar karamellisiert und das Ganze werden wir jetzt mit ein bisschen Himbeeressig ablöschen. Ich freue mich, wenn Sie unseren Kanal abonniert und unser Video liked. Jetzt braucht man natürlich noch ein bisschen Salz. Und ein bisschen an frischen Pfeffer. Ein Energiespartipp habe ich noch für euch. Wenn ihr Induktion habt, seid schon richtig gut aufgestellt, dann spart ihr euch schon 20% Energie. Wenn ihr einen normalen Herd habt, unbedingt erst einschalten, wenn die Pfanne schon draufsteht. Für die Bediener bauen wir jetzt natürlich noch unsere Löwenzahnblätter ein. Und zwar werden wir den jetzt noch durch unsere Chicory-Marinade durchziehen und geben die dann zu unserem Salat dazu. Der Löwenzahn, der gehört zu den Korbblütengewächsen und seine Blüte, die ist ein Korb voll Zungenblüten. Die gezahnten Blätter und die Löwenmähne, die sprechen für die Löwenkräfte, die in diesem Löwenzahn enthalten sind. Er ist so stark wie ein Presslufthammer. Mit 40 Bar stoßt er sie wirklich an die ungewöhnlichsten Stellen durch. Aber am allerliebsten mag er einen stickstoffreichen Boden. So sieht man eben auch oft auf den fetten Wiesen. Vermehren tut er sie über diese Pusteblume. Und zwar sind da oben die Fallschirmchen, die werden Pappus genannt. Und drunter hängt die Frucht, das ist die Achene. Im Löwenzahn sind ganz viele Bitterstoffe enthalten. Aber die allermeisten Bitterstoffe sind in der Wurzel und das vor allem im Frühling. Später im Herbst nehmen die Bitterstoffe ab und es ist mehr Inulin enthalten. Es gibt kaum eine Heilpflanze, die so viele Volksnamen trägt wie der Löwenzahn. Von
Bettzeichen, über Gelbschießer, die wirklich auch über die Wirkung sprechen, die der Löwenzahn hat. Es ist nämlich ganz viel Kalium enthalten und so merkt man gleich die durchspülende Wirkung. Er hat auch ganz viel Vitamin C, aber auch viele andere Mineralstoffe enthalten. Vom Löwenzahn kann man genau alles verwenden. Die frischen Blätter für Salate, man kann aber auch einen Tee davon brühen. Man kann die Wurzel verwenden als Gemüse, gedünstet. Man kann sie aber auch gemahlen als Bitterpulver verwenden oder als Kaffeeersatz. Die geschlossenen Knospen kann man als würziges Gemüse einlegen und die Blüten kann man für ganz wunderbare Gelees oder Sirupe verwenden. Zu guter Letzt brauchen wir jetzt noch unsere gebackene Leber. Da haben wir jetzt unsere Leber, die werden wir nur pfeffern. Da habe ich einen Tipp für euch, salzen erst nach dem Backen, weil sonst wird euch die Leber ganz hart. Wir panieren die jetzt ganz normal in Mehl, ein bisschen Ei und in ganz groben Brotbröseln und dann werden wir da die in die Pfanne reingeben. Zum Schluss jetzt noch mit Salz würzen und jetzt brauchen wir nur noch unsere Pfeffermayonnaise. Für unsere Pfeffermayonnaise brauchen wir jetzt natürlich einen frischen Dotter von einem Bio-Ei, einen Schuss Essig, ein bisschen Senf, ein bisschen Salz. Das Ganze werden wir dann mit Olivenöl binden, damit es eine schöne Mayonnaise gibt und zum Schluss jede Menge Pfeffer. Jetzt sind wir eigentlich schon bereit zum Anrichten. Unsere Schafgarbe dürfen wir natürlich nicht vergessen, die schaut aber so cool aus, die werden wir unbedingt zum Dekorieren verwenden. Wenn es um Bitterstoffe geht, dann darf die Schafgarbe auf keinen Fall fehlen. Sie gehört zu den Korbblütengewächsen. Und ihr gefiedertes Laub oder dieses gefiederte Blatt spricht auch für die Augenbraue der Venus, so wird sie nämlich auch genannt. Sie ist eine ganz widerstandsfähige und zähe Pflanze. Und jeder Gärtner freut sich, wenn er die Schafgarbe in seinem Garten hat, weil die Pflanzen rundherum widerstandsfähiger werden und auch noch mehr Duft versprühen. Die Bitterstoffe und ätherischen Öle, die sind wunderbar für unsere Verdauungsorgane. Sie regen die Verdauungssäfte an von Magen, Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse. Sie stärken somit unsere Verdauungsorgane. Die Schafgarbe, die steht aber absolut als Frauenkraut. Also sie wirkt krampflösend bei PMS, bei unregelmäßigen Regelblutungen, aber auch in der Menopause kann sie uns wunderbar helfen. Sie wird auch als Jod der Wiese bezeichnet, weil sie super heilungsfördernd wirkt. Also bei leichten Aufschürfungen kann man die Schafgarbe ganz toll einsetzen. Von der Schafgarbe kann man alle Teile verwenden. Die Blätter sind super für Salate, Smoothies oder Aufstriche. Man kann sie frisch oder getrocknet verwenden. Man kann einen Tee draus machen und ein starker Sud als Tee wirkt auch wunderbar glättend für die Gesichtshaut. Jetzt muss ich natürlich die Schafgarbe einmal probieren. Oh, da merkt man richtig die Bitterstoffe. Und jetzt können wir unseren Teller schon anrichten. Als Hauptspeise machen wir unseren Bauernhändel und zwar im Kräutersalzteig. Das Ganze füllen wir noch mit ein paar Bitterkräuter und jetzt starten wir gleich los damit. Unser Bauernhändel tun wir jetzt als erstes einmal richtig einsalzen. Den Bauchraum richtig gut salzen und dann abpfeffern. So, und jetzt haben wir da unseren wunderschönen Beifuß, schaut mal, und den werden wir jetzt da abreißen und ganz grob in unser Händel. Wow, der riecht wunderbar. Und den werden wir jetzt da reinstopfen in unser Händel. Der Beifuß, der gehört zu den Korbblütengewächsen. Und bei Allergikern kann er manches Mal der Auslöser für eine Allergie sein. Aber nichtsdestotrotz ist er eine ganz wunderbare Heilpflanze. Er wächst gerne an Waldrändern, bei Bahndämmen, in fetten wie auch in mageren Wiesen. Früher haben die Bauern den Beifuß als Schutz- und Segenskraut aufgehängt vor ihren Stallungen, vor ihren Häusern oder auf dem Bettchen beim Neugeborenen. Der Beifuß, der hat ganz viel Bitterstoffe, hat aber auch Gerbstoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Und all diese Inhaltsstoffe wirken keim- und pilztötend. Und das ist ganz wunderbar bei Magenbeschwerden, aber auch bei Mundgeruch zum Beispiel. Es werden ebenso die Gallensekretion wie auch die Magensäfte angeregt.
In jeden fetten Braten und in jede fette Speise sollte eigentlich der Beifuß als Würzkraut enthalten sein, weil er einfach die Speisen noch viel bekömmlicher werden lässt. Aber auch wenn die Kälte in unseren Unterleib kriecht und uns dort Harnwegsbeschwerden macht, dann hilft uns der Beifuß ganz super als Sitzbad, als Fuß oder auch als Vollbad. Die jungen Triebe können super als Beigabe für den Salat verwendet werden oder auch als Kräutersalzzugabe. Also der hat einen wunderbar feinen Geruch. Das ist ein ganz angenehmer Duft. Jetzt ist unser Händel fertig gefüllt mit unserem Beifuß. Jetzt können wir uns um den Salzteig kümmern. Dafür brauchen wir jetzt natürlich jede Menge Salz. Dann brauchen wir Eiweiß, ein bisschen Mehl und natürlich ein paar frische Kräuter. Ein bisschen an Oregano, ein bisschen Thymian, ein bisschen Rosmarin. Und das hacken wir jetzt fein und geben es dazu. Es geht doch nichts über frisch gehackte Kräuter, weil die einfach so ein traumhaftes Aroma geben. Und die kann man eigentlich überall einbauen. Jetzt schnappen wir uns da ein Stückchen von unserem Salzteig und brauchen natürlich für unser Händel einmal einen Boden auf dem Blech. Da setzen wir unser Bauernhändel jetzt drauf und dann kriegst du natürlich auch noch einen Deckel. Das machen wir natürlich deswegen im Salzteig, damit unser Händel richtig schön saftig bleibt und sie die Aromen innen drin richtig gut entfalten können. Und jetzt schauen wir natürlich auch, ob das funktioniert. Und jetzt tun wir das noch richtig schön modellieren. Wenn es euch natürlich irgendwo ein bisschen reißt, dann einfach mit ein bisschen Salzteig reparieren und ein bisschen modellieren und dann funktioniert das ganz gut. Und jetzt geben wir noch unser Schmorgemüse und vielleicht auch ein paar Kartoffeln dazu. Jetzt ist unser Salzteighändel bereit für unseren Backofen. Jetzt geben wir noch ein bisschen Zitrusöl über unser Gemüse und über unsere Kartoffeln. Tun das Ganze dann noch ganz leicht salzen und pfeffern. Ganz wichtig, benutzt unbedingt die Schnellaufheiztaste, denn die spart euch richtig Energie. Und durch das, dass das Händel in dem Salzteig ist, hat es eine ganz eigene intensive Hitze. Und da könnt ihr auch noch mit der Nachhitze nutzen, früher ausschalten und dann spart ihr noch einmal Energie. Und damit wir unserem Händel jetzt noch geschmacklich die Krone aufsetzen, brauchen wir natürlich noch einen Geschmacksträger. Und da machen wir uns jetzt noch eine Kräuterbutter mit Gundelrebe. Die Gundelrebe, die gehört zu den Lippenblütengewächsen und man findet sie eigentlich das ganze Jahr. Selbst unterm Schnee kann man die Gundelrebe entdecken. Sie hat einen ganz hohen Anteil an Vitamin C, stärkt somit unsere Abwehrkräfte, aber natürlich auch wieder die Bitterstoffe, die unsere Leber kräftigen, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse stärken. Sie hat aber zusätzlich noch Gerbstoffe und Flavonoide, die entzündungshemmend wirken und die Heilung fördern, also als Gurgelwasser für den Mund- oder Rachenraum. Aber auch auf unsere Atemwege wirkt sie heilend. Man kann auch einen starken Sud aus der Gundelrebe machen und den dann als Badezusatz verwenden. Das wiederum wirkt nervenstärkend. Man kann alle Teile der Gundelrebe verwenden, die Blätter, die Blüten, frisch, als Gewürz in der Küche, als Gemüse oder auch als Tee, als Ölauszug. Den Ölauszug, den kann man entweder zum Würzen verwenden oder auch als Wundöl, wenn man jetzt zum Beispiel leichte Aufschürfung hat. Ja, die Gundelrebe habe ich noch nie verwendet und die werden wir jetzt aber trotzdem, trotz der schönen Blüten, werden wir die jetzt klein hacken. Wir brauchen jetzt natürlich eine frische Butter, lösen die kurz auf, damit die flüssig ist. Dann lassen wir es ein bisschen abkühlen, hacken unsere Kräuter und unsere Gundelrebe, die geben wir dann da rein, tun das Ganze noch ein bisschen salzen. Und als kleiner Tipp, jeder, der das zu Hause hat und dem Ganzen eine besondere Note verleihen will, der nimmt sich ein bisschen an Reisessig, ja, und gibt da einen Schuss dazu, zur Kräuterbutter. Das gibt dem Ganzen so eine leicht säuerlich-süße Note. Jetzt gießen wir das Ganze noch in unser Buttergefäß und stellen das in den Kühlschrank, damit unsere Butter natürlich wieder stockt. Unser Händel ist jetzt fertig. Wow, schaut einmal, wie das duftet. Wow, traumhaft. Das brauchen wir jetzt nur noch anrichten, unser Gemüse drumherum. Und da holen wir uns jetzt noch unsere Kräuterbutter dazu. Und dann sind wir schon soweit.
Also die Süße von den Erdbeeren haben wir als Ausgleich für unsere Bitterstoffe jetzt gar nicht wirklich gebraucht. Aber ich bin der Meinung, das Dessert, das darf richtig süß werden. Und darum geben wir die jetzt weiter an die Andrea Streitwieser von Cake Couture. Und die werden uns jetzt ein richtig süßes Dessert zaubern. Danke, Markus, für diese wirklich wunderschönen Erdbeeren. Da fällt mir sofort was Tolles ein. Wir zaubern heute Schoko-Cupcakes mit Erdbeertopping. Zunächst machen wir unsere Schokomuffins. Der Teig muss nämlich ein bisschen rasten, damit er sich stabilisiert. Und während der rastet, machen wir dann unser Erdbeertopping. Wir haben uns da die meisten Zutaten schon vorbereitet. Zunächst brauchen wir unsere Butter. Ganz wichtig ist bei der Butter, dass die immer Zimmertemperatur eben hat, genauso wie die restlichen Zutaten, das heißt auch wie die Eier. Dann geben wir den Zucker dazu und lassen das ganz kurz eben schlagen. Wichtig ist da bitte, dass die Butter nicht überschlagen wird. Also da geht es bloß darum, dass ganz grob mal die Butter mit dem Zucker eben vermengt wird, sonst wird die Masse einfach zu weich. So, dann nehmen wir unsere Eier und verquirlen diese und geben die Eier auf drei Etappen hinzu. Wichtig ist, dass man die Eier wirklich nicht auf einmal eben hineingibt, weil das ist eine Emulsion. Das heißt, es ist Wasser und eben Fett und das braucht Zeit, um sich zu verbinden. Was eben der Emulgator ist, das ist das Eigelb und das muss arbeiten und deswegen braucht es eben dreimal. So, die erste Etappe. Während die Eier jetzt schlagen, schmelzen wir unsere Kuvertüre. Das ist eine dunkle Schokolade, die gibt einfach den Schokomuffins ganz einen leckeren, herben Touch. Wir lassen jetzt die Schokolade ein bisschen abkühlen und schlagen unsere Eier weiter. Und das dauert wirklich ein bisschen. Also da ruhig Zeit nehmen, dass das wirklich eben gut bindet, sonst wird die Masse einfach ein bisschen kriselig. Und wirklich weiterschlagen, bis sie eigentlich fast vollständig gebunden ist. Also die Eier sind jetzt fertig geschlagen. Wir geben jetzt die trockenen Bestandteile hinzu. Da ist Mehl und Kakaopulver, Backpulver, Natron und Salz. Und dann ist ganz wichtig, dass wir das mit dem Schneebesen gut verrühren. Sonst ist das Backpulver bloß auf einem Fleck und das gehört ordentlich eben untergemischt. Und jetzt geben wir das alles eben zur Ei-Butter-Masse. Vorsichtig einschalten, sonst staubt's. Als nächstes geben wir die Buttermilch hinzu. Und das Letzte, was wir jetzt hinzufügen, ist die Kuvertüre. Die ist in der Zwischenzeit jetzt schon abgekühlt. Der Teig ist jetzt fertig. Der muss allerdings jetzt noch 13 Minuten rasten. Da stabilisiert sich die Masse einfach ein bisschen besser. Und während die Masse jetzt rastet, können wir unser Topping eben vorbereiten. Ganz wichtig ist auch, dass man immer die Masse eben kostet, um sicherzustellen, dass sie wirklich lecker ist. Sehr lecker. Für unser Topping haben wir jetzt die Erdbeeren püriert. Die Erdbeere gehört zu den Rosengewächsen. Und wenn man von Beere oder Frucht spricht, dann ist das eigentlich falsch. Sie gehört nämlich zu den Sammelnussfrüchten. Und zwar sind die echten Nüsslein die kleinen gelben Kärchen da oben drauf. Und genau das ist das Markenzeichen für die Erdbeere. Das Rote, diese rote Köstlichkeit, das ist die Scheinfrucht. Und in dieser roten Köstlichkeit sind ganz viele Pinophenole und Anthocyane enthalten, die ganz viele Antioxidantien haben, gut für unseren Blutdruck sind und für unsere Herzgesundheit. Sie besteht aus 90% Wasser und hat einfachen Fruchtzucker enthalten, was gut ist für unseren Blutzuckerspiegel, der nicht so leicht ansteigt und so das Hungergefühl ganz gut reguliert wird. Vermutlich ist in der Steinzeit schon die Erdbeere gegessen worden und nicht die heutige Gartenerdbeere, sondern eine Abstammung der Walderdbeere. Auch in der Volksheilkunde sind die Blätter und die Wurzeln der Erdbeerpflanze verwendet worden, weil auch die ganz viel Gerbstoffe enthalten und entzündungshemmend, zum Beispiel für den Rachen oder Mundraum wirken. Aus den Wurzeln und Blättern kann man zum Beispiel einen Tee zubereiten und aus den Früchten kann man eine ganz tolle Gesichtsmaske gegen unreine Haut zubereiten. Wir vermengen jetzt alle Zutaten, das ist Mascarpone, Topfen, Joghurt, Zitronensaft und Zitronenschale und Puderzucker nach Geschmack. Und dann gibt man die Erdbeeren noch hinzu. Es wird jetzt alles verrührt und vorher ist aber wichtig, dass wir unsere Gelatine eben einweichen in kaltes Wasser, ganz, ganz wichtig. Und wenn es weich ist, wird es eben ausgedrückt und geschmolzen. Und jetzt geben wir peu à peu die Creme eben hinzu. Das ist ganz wichtig, dass man einen sogenannten Temperaturangleich eben macht, weil ansonsten schockt man die Gelatine und hat Gelatineflockerl eben drinnen.
Wichtig ist da eben auch, dass sämtliche Zutaten vorher Raumtemperatur haben oder eben angewärmt werden. So, unsere Masse ist jetzt fertig. Die kommt jetzt für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank und dann ist sie ganz stabil und kann aufdressiert werden. Und in der Zwischenzeit hat unser Teig eben auch schon gut gerastet. Rühren den jetzt nochmal ganz kurz eben durch. Durch dieses Rasten und das Durchrühren ist eben gewährleistet, dass man einen wunderschönen Muffin bekommt, der eben einen schönen Hügel bekommt und nicht überläuft. Jetzt werden die Cupcakes eben aufdressiert, kommen dann in den Backofen und dann, wenn die Creme eben fertig ist, dressieren wir die Muffins eben auf und ein bisschen moderner als normalerweise üblich. So, unsere Cupcakes sind jetzt fertig. Markus, guten Appetit! Also die schauen richtig lecker aus. Da würde ich jetzt am liebsten gleich reinbeißen, aber wir brauchen jetzt vorher noch Fotos für die Bettina. Also die Gerichte, die sind halt richtig cool geworden. Das kann der Bettina eigentlich nur gefallen. Und da werden wir uns jetzt gleich mal unser Feedback abholen. Die Bitterkräuter hast du toll eingebaut in die Gerichte. Den Chicory ein super Gericht rausgezaubert. Und die Kräuter und der Salzteig, die geben den Huhn nochmal so den extra Kick. Da ist bitter gar nicht mehr so bitter. Und die Cupcakes aus den Erdbeeren am Ende, da freuen sich die Geschmacksnerven so richtig als Ausgleich. Das klingt ja richtig super. Und eins fehlt uns jetzt noch. Wir werden jetzt schauen, ob das innen so gut schmeckt, wie es außen ausschaut. Mahlzeit. Wenn euch gefallen hat, was wir heute gemacht haben und ihr noch mehr sehen wollt, dann einfach da klicken.